Fragmentarisch, rätselhaft, irritierend, ambivalent. Das sind Begriffe, die man mit ihren Werken in Verbindung bringt. Ihre Bilder wirken wie Bruchstücke einer Geschichte, wie Standbilder eines Films, von dem wir weder Anfang noch Ende kennen. Es sind Momente voller Spannung, die sich jedoch einer eindeutigen Lesart entziehen. Mein Name ist Elsie Lahner, ich bin Kuratorin der Ausstellung True Lies, unserer Retrospektive mit Xenia Hausner. Und ich spreche heute mit der Künstlerin über ihre Werke, über ihre Ausstellung und über das, was unter True Lies, also wahren Lügen, zu verstehen ist. Es gibt bereits jetzt die Möglichkeit, über die Kommentarfunktion Fragen zu stellen, die wir dann gerne im Anschluss an das Gespräch beantworten. Liebe Xenia, schön, dass du heute da bist. Wir haben dieser Ausstellung den Titel True Lies gegeben, eine Überschrift, unter die sich viele deiner Werke stellen lassen und auf die wir in dieser Ausstellung auch besonders den Fokus setzen wollten. Darum gleich als Einstiegsfrage, was an den Geschichten, die du ansprichst, die du umreißt, sind für dich die True Lies? Und um es gleich vorwegzunehmen, mit dem Schwarzenegger-Film aus den 90er Jahren hat es nichts zu tun. Ja, wer hätte gedacht, dass der Schwarzenegger solche prophetischen Äußerungen tut für die bildende Kunst? Ja, gut, es gibt einen Stoff, der in mir angelegt ist und der raus muss. Und es gibt sozusagen unterschiedliche Verfahren, wie es zu einer Bildidee kommt. Und das kann sich einmal über Menschen, die ich kennenlerne, über Figuren, von denen ich denke, ah, die waren interessant, im Bild mitzuspielen, sind bei mir wie Schauspieler in den Bildern, oder auch manchmal an etwas Formalen aufhängen, eine Boje, ein Rad, ein Farbfleck. Es gibt ja ganz unterschiedliche Dinge, die sozusagen mein Gehirn oder mein Gemüt in Gang bringen. Und das ist sozusagen so ein innerer Stoff, der sich aber überlagert mit dem, was in der Welt passiert. Und natürlich, ich lebe nicht im luftleeren Raum und wie man an den Exiles-Bildern sehen kann, natürlich Flüchtlingskrise, Migration, eine Welt im Umbruch, in Bewegung, das alles erlebe ich mit, wie wir alle. Und das ist sozusagen ein exogener Faktor, der sich mit meinen inneren Faktoren in irgendeiner Form überlagert. Und so wühlt sich das Bild langsam raus irgendwie. Lass uns gleich vielleicht noch über die Exiles, die du gerade angesprochen hast, weiterreden. Vielleicht noch vorab, du vergleichst ja auch die Tätigkeit des Malens oder deine Art der Bildkomposition mit einem Schriftsteller, der einen Roman schreibt. Das kann man vergleichen. Ja, das bezieht sich natürlich auch auf die ganze narrative Kunst, muss man sagen. Was wäre da nicht True Lie? Im Grunde genommen könnte man auch sagen, True Lie, welch ein Allgemeinplatz. Ja, das, für die Literatur gilt es und für die bildende Kunst, wenn sie narrativ ist, wenn sie figurativ ist, in jedem Fall auch. Und was wäre da anders als eine True Lie? Es ist ein Stück True und es ist ein Stück Lie. Und wenn es nur True wäre, wäre es eine Reportage. Und wenn es nur Lie wäre, dann wäre es ein Kitsch. Also es muss diese Verschränkung von wahr und falsch geben, so dass es zum Schluss authentisch ist, aber eben authentisch in der Wirkung, nicht authentisch in der Situation des Machens. Ja. Was es wieder zu den Zugbildern bringt, zu den Exiles, einem Zyklus von vier Arbeiten, wo du eben Flüchtende zeigst, die voneinander im Zug oder vor dem Zug, am Zugfenster Abschied nehmen. Du zeigst andere im Zugabteil drinnen. Und wie du sagst, du bist ja eben keine Reporterin. Du bist damals 2015 im September nicht am Westbahnhof gestanden und hast versucht, möglichst genau von den Personen dort Fotos zu machen, genau die zu malen und wiederzugeben, sondern es ist schon mal eine Erfindung, dass die Personen in den Bildern nicht die sind, die damals am Westbahnhof waren. Und die ganze Situation ist natürlich eine Erfindung, weil du eben Malerin bist und deine eigene Komposition findest. Aber ich könnte vielleicht, auch als Malerin, könnte ich vielleicht die Bahnhofssituation naturalistischer malen, wenn man so will. Mhm. Aber ich male ja nicht naturalistisch. Mhm. Und das, die reale Bahnhofssituation eins zu eins, wie sie ist,
die schaue ich mir im Fernsehen an oder vielleicht gehe ich auf den Bahnhof und fotografiere dort auch. Mhm. Aber das, was im Bild ist, ist nicht das, was am Foto ist, zum Beispiel bei mir, sowieso nicht, weil, okay, Fotografie ein wichtiger Faktor in meinen Arbeiten, aber das, was ich mal, ist zum Schluss eben nie das, was ich vorher fotografiert habe, obwohl Foto so wichtig ist. Und bei True Lies eben, selbst wenn ich am Bahnhof gestanden wäre und manchmal bin ich in bahnhofsähnlichen oder so Fluchtsituationen, habe ich ganz bewusst auch sozusagen mich in eine naturalistische Situation begeben. Aber das interessiert mich nicht beim Malen zum Schluss. Es kommt anders bei mir und ich weiß ja auch nicht, warum es immer so kommt, wie es kommt. Und man will ja auch nicht alles wissen, was in einem so arbeitet, dass wie kommt die Bildfindung am Ende raus. Also das Stimmungsbild in diesen True Lies Bildern ist ja auch, finde ich, ich habe es ja jetzt auch eine Weile nicht gesehen und es ist ja ganz interessant, das hier in der Ausstellung wiederzusehen. Das Stimmungsbild ist seltsam, würde ich sagen. Mhm. Und ich weiß gleich, so kann es auf keinen Fall wirklich sein am Bahnhof. Mhm. Wenn ich sonst nichts verstehe, dann das. Du meinst ja auch nicht eine ganz bestimmte Flucht und du begreifst das ja durchaus auch weiter. Es ist jetzt nicht eine Flucht, es sind nicht die Flüchtenden von 2015 gemeint. Ja? Nein, es ist in einem weiteren Sinn das Thema bearbeitet und es geht eben auch um Wurzellosigkeit, Unzugehörigkeit, um Verteilungskampf in dem vierten Bild, wenn wir dann endlich angekommen sind irgendwo, schlagen wir uns alle die Köpfe ein und streiten uns zum Schluss um alles im Grunde genommen. Obwohl es Welcome heißt. Ja, das ist der Welcome, den wir dann bieten. Ja. Also, aber auch da hat so eine Statik auch irgendwo, eine eigenartige, obwohl es ja eigentlich in Bewegung ist, ist es dann auch wieder seltsam statisch. Mhm. Und ich habe es eingangs erwähnt, sie ziehen sich einer eindeutigen Lesart, deine Werke. Und es ist natürlich so, dass jeder mit seinem eigenen Lebensfundus, aufbauend auf der eigenen Biografie, dem, was er erlebt hat oder sie erlebt hat, dann das Bild auch interpretieren wird. Und das ist ja etwas, woran dir sogar gelegen ist. Sehr. Also ich erzähle eigentlich nie, wie ich meine Bilder lese. Ich lese sie auch immer anders. Ich lese sie auch nicht eindeutig. Und ich finde immer sehr spannend, was andere hineinlesen. Und eigentlich ist ja die Qualität, finde ich, auch von Arbeiten, dass unterschiedliche Menschen was ganz anderes drin sehen, aber alle sich doch irgendwie dafür interessieren oder dass es was hat, was einen irgendwie beschäftigt, sagen wir so. Also das ist eine Funktion, finde ich, in der Kunst, dass man sich damit unbedingt beschäftigen möchte und dass einen eine Arbeit, da geht es ja wurscht, ob es ein Bild ist oder ein Skulptur, Roman, Film, also könnte man viel reden. Es muss einen ja beschäftigen und man muss sich eigentlich auch im Kopf noch am nächsten Tag damit beschäftigen. Also mir geht es bei guten Büchern und bei Bildern und bei Kunst, also wenn einen was packt, dann muss es auch am nächsten Tag noch so einen Nachhall haben und man sagt, na, wie war das jetzt eigentlich? Pfah, das hat mich da irgendwie betroffen. Aber ja, also das ist zumindest eine Sicht. Aber es gibt die andere Sicht, was heißt betroffen? Ich stehe auch nicht so sentimental vor Bildern oder das klingt jetzt so gefühlsduselig irgendwie betroffen. Es muss einen packen. Ja. Aber mich packt auch Rot, Blau, Gelb. Ja? Also ich stehe vollkommen gepackt vor vielen tollen, nicht-narrativen Bildern, die einfach geile, abstrakte Malerei sind. Also packt mich genauso. Ja. Ich merke das ja auch, wenn ich mit Besuchern durch die Ausstellung gehe oder in dem Fall, nachdem ich sie derzeit nicht führen darf, beobachte, wie andere Besucher und Besucherinnen vor den Bildern stehen. Es findet jeder einen Zugang zu einem bestimmten Werk und zu einem anderen vielleicht weniger. Man ist von unterschiedlichen Werken unterschiedlich betroffen, auf jeden Fall. Ja. Also zum Schluss geht es ja, also ich simpel, sozusagen einfältige Malerin, sage ich das, zum Schluss geht es eben wirklich um Rot, Blau, Gelb. Und um das geile Malen, ja, um das geht's zum Schluss. Und das, so schaue ich Malerei an. Also wir reden jetzt viel über diese Sachen und das ist ja auch interessant, so eine Hintergrundmusik zu ergründen.
Aber ich meine, zum Schluss kämpft man eben, was heißt zum Schluss? Eigentlich von Anfang an, mit Schluss hat es gar nichts zu tun. Ich bin ja auch eine Kompositionsfanatikerin und mir, weil ich da Adler und Engel da hinten sehe zum Beispiel, das hängt sich auf an irgendeinem Tankloch von einem indischen Bus und den gibt es gar nicht mehr in dem Bild und der ist auch völlig wurscht für das Bild. Und zum Schluss ist es eine blaue Form und ein roter Strich und ein schwarzer Punkt und eine schubrige weiße Fläche und sozusagen das sind die Erlebnisse eigentlich, die zählen. Ja. Lass uns trotzdem über den Prozess sprechen. Es ist ein mehrstufiger Prozess, durch den du zu deinen Bildern gelangst. Du hast gesagt, entweder gehst du von einem Foto aus oder von Modellen. Also bei Nacht der Skorpione war es ja zum Beispiel so eine Gruppe von Astrologinnen, die du gesehen hast, spannend gefunden hast, angesprochen hast, ja. Wolltest nicht zu mir ins Studio kommen. Also das ist mal so der Beginn. Dann lädst du die eben ein und baust dort eigentlich, und dazu muss man ja eben wissen, dass du 15 Jahre lang erfolgreiche Bühnenbildnerin warst, baust dann eigentlich in deinem Studio fast sowas wie Bühnenbilder, Filmsets nach, bestimmst, wo die Tageslichtscheinwerfer stehen, wo jeder Einzelne zu stehen hat, wobei das eben kein Arrangieren ist, von dem du von vornherein weißt, was passiert, sondern du probierst aus. Also es ist eigentlich ein Probenraum. Mhm. Ich habe jetzt schon selber jetzt so viel gehört über meine Inszenierungen, jetzt sozusagen, ich misstraue meinen Inszenierungen total. Sie sind ein Stochern im Nebel oder in so einem Halbdunkel. Und das ist eigentlich auch das Spannende. Und das ist eigentlich das, was auf einer Probe passiert. Man hat so eine dumpfe Ahnung, wir spielen dieses Stück. Ja? Das Stück ist vielleicht so eine vage, schon so ein vager Gedanke, worum es da vielleicht gehen könnte. Aber das ist sozusagen mein Skript, das liefere ich. Und dann sind wir auf dieser seltsamen Probe, das heißt, alle probieren irgendwas und irgendwas schubert sich zurecht. Und man kommt am Ende vielleicht eh zu dem Ausgangspunkt irgendwie, aber manchmal auch zu was anderem. Mhm. Und so geht es ja auch im Film, oder weiß ich nicht, Film ist vielleicht determiniert, aber im Theater schon so. Mhm. Du bist ja da freier, du kannst ja selbst ganz allein für dich ja. entscheiden, was dabei rauskommt. Jetzt spielen wir ein anderes Stück plötzlich. Genau. Ja. Der Probentag war interessant, wir spielen heute was ganz anderes. Ja. Das kommt eben auch oft vor. Und das hängt damit zusammen, auch was die dastehen, anbieten oder was die so an Blödsinn machen. Und es gehört dazu eben auch eine Vertrautheit und das merkt man ja schon beim Fotografieren. Fotografieren wirklich gut geht nur, wenn sich alle verlassen oder wenn sich auch alle ein gewisses Zutrauen haben und wenn man nicht schön sein muss und wenn man nicht das sein muss und so. Und da muss man sich auch erst ein bisschen warm laufen. Und wenn dieses Bonding da ist, dann entstehen vielleicht auch interessante Fotos und in der Folge entscheide ich mich dann manchmal, dass ich die eine oder andere Situation dann in ein Bild umsetze. Mhm. Also man kann sich so vorstellen, dass du eben die Situation dann irgendwann fixierst oder ja. verschiedene Arbeitsfotos davon machst. Und dann wird aber auch nicht dieses Arbeitsfoto 1:1 in die Malerei übertragen, sondern es kommen nochmals die Modelle ins Studio, es verändert sich eventuell noch was, es kommt vielleicht was Tagesaktuelles dazu, wo du dann entscheidest, es soll doch anders werden, eine bestimmte Stimmung. Und wie du sagst, die Modelle interagieren ja durchaus auch. Ja, und das ist eben, weil zuerst ist es so eine Staged Photography sozusagen. Mhm. Und wenn das dann alles so ungefähr im Lot ist oder man hat das Gefühl, das könnte es werden, dann wird das nicht immer, aber manchmal auch über den Haufen geworfen, weil dann im Live-Moment einfach eine irgendwas macht oder eine Figur ist unvorhergesehen und dann sagt man, oh, das ist ja viel besser. Und dann kommt man auch rückwirkend auf etwas drauf, was in einem vielleicht schon rumort hat, was man aber gar nicht verstanden hat von sich selber. Ja? Also das sind so Aha-Erlebnisse auch beim Arbeiten, dass man sagt, boah, was ist da jetzt passiert? Ja. Ja? Also man versteht plötzlich auch etwas über sich oder so. Jetzt habe ich Nacht der Skorpione angesprochen, eins der ersten Bilder, wo du diese Inszenierung, ich sage jetzt mal, zugelassen hast. Ich stelle mir das ein bisschen so vor, dass du dich Anfang der 90er Jahre mit der Malerei mehr und mehr auseinandergesetzt hast, schließlich auch beschlossen hast, okay, ich lasse das mit dem Bühnenbild, ich widme mich jetzt wirklich der Malerei hauptberuflich. Und vielleicht ein bisschen erst einmal so das Bühnenbild-Dasein abstreifen musstest. Du sagst selbst, du hast angefangen mit
Porträts, mit Selbstporträts, mit Porträts von Personen aus deinem näheren Umfeld, deinem ehemaligen Mann, einer Nachbarin, auch Renate Ankner, wo es dir eben darum ging, erst einmal den Menschen so zu ergründen, wie er ist, wo es eigentlich noch gar nicht so um die Inszenierung ging. Ja, das ist sozusagen eine Lernphase auch, nicht? Ich habe mich in konzentrischen Kreisen bewegt, ich habe mich, meinen Mann, meine Stiefkinder, meine Freunde, habe halt im engeren Kreis mich umgeschaut und habe das Gefühl gehabt, wie ich einen bestimmten Pegel erreicht habe, habe ich dann mehr figurig und dann habe ich schon verstanden, dass es um Beziehungen eigentlich geht, ja. Und dann hat mich das Verhältnis zueinander noch mehr interessiert als jeder Einzelne, also da ging es schon so. Und so hat sich das dann zum Beispiel zu den Skorpionen hin entwickelt, wo halt dann 4 oder 5 da sind. Und da war zuerst noch eine Figur mehr und dann ist eine Figur wollte nicht und dann war dies und dann bin ich eingesprungen auch noch für eine. Man sieht dich dann als 4. Person mit dem Pinsel in der Hand. Ja. Frage, als die Schöpferin. Wer ist er? Genau. Ist dann immer die Frage. Nein, das bist du. Ja, bin ich. Genau. Da haben wir auch gesagt in der Ausstellung, es sind doch der Großteil deiner Selbstporträts ja auch ausgestellt hier. Es gibt, glaube ich, noch 2, die wir jetzt nicht hier sehen. Also man hat manchmal die Vorstellung von dir, ja, das ist die Künstlerin, die hat so viele Selbstporträts gemacht, aber de facto so viele sind es dann gar nicht, haben wir festgestellt. Ja. Nein, es sind vielleicht 5, 6 oder so. Ja. Also auf die Zahl der Bilder oder die Zahl der Jahre jedenfalls nicht so. Nicht so überragend. Aber was ich ganz interessant finde, weil ich gesagt habe, naja, True Lies, wir fangen eben mit Renate Ankner an, wo du deine todkranke Nachbarin in deinem Berliner Atelier gemalt hast und das ist natürlich komplett das Gegenstück zu True Lies, weil, wie du gesagt hast, die reine Wahrheit, die ist da gesessen und ist gestorben. Ich finde es aber eigentlich ganz interessant, dass es ja doch irgendwie eine Wahrheit ist, die du in den Bildern suchst, also eine Wahrheit, die du in einem bestimmten Menschen erkennen möchtest, ja, und in deinem Bild ja auch zum Ausdruck bringen möchtest. Also du suchst ja auch dort eine Form von Wahrheit. Ja, so habe ich es irgendwie halt, da habe ich gar nicht nachgedacht, das ist halt mein Zugang, aber ich habe ja auch, also meine Bilder, finde ich, haben was, weil ich sehe ja auch, was alles los ist in der Kunst und das ist sehr interessant. Ich sehe Bilder, die mir wahnsinnig gut gefallen, auch Menschenmalerei. Und ich finde, ich verstehe dann schlagartig, dass bei mir so ein starker subjektiver Blick mitschwingt. Ja? Es gibt ja auch tolle Menschenmalereien, die aber ganz anders gelagert sind, wo bewusst eine Außenschicht davor gesetzt ist. Also das verstehe ich und das ist was ganz anderes. Also man kann das so unterschiedlich machen. Ich finde, Kunst ist so spannend, wirklich. Wohin man schaut, ist es wahnsinnig spannend. Ja. Lass uns vielleicht sprechen über deine Modelle, weil es natürlich ganz vielen Besuchern in der Ausstellung so geht, dass sie jemanden in einem Bild erkennen und sagen, ah, das ist doch die Soni Melles oder das ist doch die sowieso. Im Grunde ist es bei dir so, dass eben deine Modelle ja wie Schauspieler in einem Film sind. Die bleiben ja nicht sie selber, die werden eigentlich zu einem reinen Malanlass und nehmen eine Rolle in deinen Bildern ein. Ja, sie sind wie Schauspieler gecastet und oft sind sie auch Schauspieler. Also oder Schauspielschüler oder so, also jedenfalls. Ja, und sie spielen in meinem Stück, wenn man so will. Wie kann ich das sagen? Ich hänge dann sehr an ihnen und wie immer diese Konstellation dann ist, ich bin auch sehr abhängig von ihnen. Und sie haben eine enorme Macht, üben sie auf mich aus dann. Und diese Sicht der Dinge, dass das Modell sozusagen nur ein Objekt ist, ja. Das Objekt des männlichen Blicks sozusagen in der Kunstgeschichte, das ist jetzt schon, glaube ich, das können wir jetzt wegschieben irgendwie. Sie sind sehr bestimmend und sie sind auch selbstbestimmt und sie schauen ja auch kräftig aus den Bildern. Ja. Sie schauen ja auch nicht wie die Opfer aus den Bildern, sondern wie die Macherinnen aus den Bildern. Und so empfinde ich das auch. Und ich meine, wir sind in einem, auch die Figuren, die da mitspielen und ich, sind ja in einem wechselnder Beobachtung. Ich bin auch aufgeplattelt vor ihnen, nicht nur sie vor mir. Sie malen halt keine Bilder, aber Schauspieler, die bei mir gesessen sind, haben dann manchmal gesagt, ah,
ich habe ja schon Schauspieler gespielt, aber die nächsten Spiele anders. Also die haben ja auch ihr Zettelkasten, ihren Inneren und ihre Weltbeobachtung und die, ja, also die leiten da auch einen Stoff für sich ab. Aber ja, so ist es. Also ich bin nicht in einer Machtposition, sondern wir sind gleich starke Partner, die irgendwie sich zusammenraufen. So muss man es eigentlich sehen. Was ja auch in den Bildern ganz stark zum Ausdruck kommt. Also ich finde, wenn man durch die Ausstellung geht, ist einerseits das Auffällige, dass das Format der Bilder, auch die Größe der Figuren, diese übergroßen Figuren, die Präsenz, die die haben, und dass sie einen eben in die Situationen teilweise hineinziehen. Teilweise hat man das Gefühl, sie posieren für einen, aber auf jeden Fall schauen sie zurück. Also man ist nicht einfach so die Betrachterin, die jetzt eben die Figuren, sagen wir auch die Frauen hier in den Bildern anschaut, sondern die drehen den Spieß um und machen uns eben auch zu den Betrachtenden. Nicht nur dich als Künstlerin, sondern auch uns. Sie machen uns zur Minna, wie es so schön heißt. Nein, also es ist, da liegt mir irgendwas dran, aber ich mache es ja auch ganz ohne nachzudenken. Es kommt so, wie es kommt. Ja. Aber es sind keine Opfer. Ja. Und es sind selbstbestimmte kräftige Gestalten sozusagen. Mhm. Größtenteils Frauen. Ja, es sind größtenteils Frauen. Und ja, ich male halt vorwiegend Frauen. Ich finde, sie sind vielschichtiger, sie sind kontroverser, komplexere Gestalten, irgendwie kunstfähiger. Und sie spielen bei mir alle Rollen in diesem Kosmos, der bei mir ist. Sind sie Stellvertreterinnen für alle Gender-Zugehörigkeiten. Und du zeigst sie in allen Facetten. Ich zeige sie in allen Facetten und manchmal sind sie auch nicht so sympathisch. Es gibt ja auch Bilder, wo sie wie die eiskalten Engeln irgendwie durch. Mhm. Also sie sind ja nicht nur Gutmenschen und so. Ich habe ja auch nicht diese Vision, dass Frauen die besseren Menschen sind. Ja, manchmal ist auch gar nicht klar, meinst du jetzt die Frau oder Frauen oder meinst du den Menschen? Ich meine den Menschen und wird halt abgehandelt an weiblichen Gestalten, an Frauen, aber es betrifft auch die Männer. Die Story dürfen sich die Männer ruhig auch anschauen und sich betroffen fühlen. Lass uns nochmal zum Thema True Lies zurückkommen, zur Inszenierung. Ich habe es angesprochen, dass du teilweise das in den Zugabteilen ja auch inszenierst, teilweise eben auch die Requisiten zulegst, eben auf dem Schrottplatz ein Zugabteil erstanden hast oder für das blinde Geschehen ein Auto vom Schrottplatz geholt hast, wo dann ein Stück abgesägt wurde, damit du einerseits deine Modelle drin positionieren kannst, aber eben auch freie Sicht beim Malen dann in das Innere hast. Also diese Bühnenbilder, die du schaffst, ja, das ist ein richtiges Making-of, das da dahinter steht. Es sind Bühnenbilder oder es sind so Probendekorationen oder sagen wir Film, so fürs Set irgendwie, ich weiß nicht. Also wurscht, aber es ist eben so, ich habe ja eben nicht das Zugabteil gekauft und sondern ich bin in ein Zugabteil und wir haben dort Teile abmontiert. Und dann haben wir diese Teile in einen Pappendeckelzug hineingestellt, den wir gebaut haben und der zwar schon natürlich die Maße ungefähr und das Fenster und das alles von einem Zug hat, aber für mich war das von Anfang an wichtig, dass ich nicht den wirklichen Zug da habe, sondern dass ich schon die Konstruktion des Zuges habe. Also das ist sozusagen eine Zwischenebene, die da von Haus aus eingeschaltet ist. Mhm. Also es sind die Originalsitze und bei Welcome sieht man es ja ganz gut, da stimmt ja aber irgendwas an diesem Zugabteil nicht. Was soll diese Neonröhre da und dieses Kastel, das da noch hängt und die Kabel. Also selbst im Bild dann holst du uns eigentlich zurück in diese Realität deines Ateliers. Ja, es ist eben schon der Atelierzug, der Kunstzug in irgendeiner Form oder der künstliche Zug oder der nicht wirkliche Zug. Mhm. Der gelogene Zug ist sozusagen da. Und das hat mich auch irgendwie, für mich war das auch, ich habe das gleich verstanden, es war irgendwo ein Befreiungsschlag oder ich wollte den wirklichen Zug. Ich will das nicht. Ich will nicht die ganze Natur da bei mir stehen haben. Danke. Ich möchte das gar nicht. Ich brauche dann auch den Abstand und die Künstlichkeit des Pappendeckels ist auch ein Befreiungsschlag. Nicht? Und
Ja, und bei dem Auto, das du ansprichst, da habe ich zwar ein Auto gekauft, aber also erstens musste ich es zersägen, weil es wäre nicht reingegangen und ich wollte es auch gar nicht, hat mich ganz nicht interessiert, sondern ich wollte eigentlich nur, sieht man an dem Bild, das blinde Geschehen, ich wollte halt reinschauen, ungehindert. Und dann, wie es da gestanden ist, haben wir es auf Räder, nicht auf Autoräder, sondern auf Rollen gestellt, damit wir das anders irgendwie herumführen können fürs Licht und wie die Menschen. Und dann haben wir statt der Kühlerhaube ein Brett gebaut, wo, damit die Frau nicht abrutscht von der Windschutzscheibe. Also so funktionelle Ausstattungen, die man dann braucht. Aber mich haben auch die wirklichen Autositze komischerweise nicht mehr interessiert. Ich habe Fauteuils reingestellt. Ja. Ich hatte die im Atelier, das sind eigentlich nur meine Atelier-Fauteuils, sind gar nicht so besonders, aber sind abgeschabte alte Monster. Und die sind dann reingestellt. Und also eigentlich, ich brauche dann wieder die Distanz zu diesem Naturalismus, der mich in dieser engen Form überhaupt nicht interessiert. Ja? Aber gleichzeitig ist es so, dass du manchmal ganz bestimmte Gegenstände von Reisen mitbringst, eine billige Mickey-Maus-Uhr oder einen ganz bestimmten roten Klappsessel. Das muss dann der aus Hongkong sein, der dann auch in den Bildern wieder zu finden ist. Der ist zwar da, der ist dann in dieser Konkretheit da, aber das Ganze ist nicht mehr so. Mhm. Das stimmt halt hin und vor nicht. Mhm. Ja. Also da dieser rote Sessel, der Klappstuhl aus einem von einem Markt in Hongkong, der steht ja auch in einem Pappzimmer mit zwar irgendwelchen Decken und Sachen, aber das Ganze ist eben dann doch in eine andere Ebene gedrückt. Und so kann ich es nur verarbeiten irgendwie. Aber auch, du holst uns auch in anderen Situationen eigentlich ins Atelier wieder zurück oder in die Inszenierung bei Coco. Hier sieht man es auch ganz schön. Es ist sowieso schon eine sehr, sehr rätselhafte Situation, ähnlich wie auch bei Paris Bar, wo du das Leuchtschild aus der Paris Bar dann dir ausgeborgt hast und das in eine Situation hängst, wo man nicht genau weiß, was passiert da gerade, was sollen die Decken und Tücher oder Papierschnipsel, die da noch sind. Und eben hier bei Coco auch dieser gelb-grün-blau gestreifte Streifen hier, da weiß man auch nicht, woher kommt der plötzlich? Was hat der in dieser Boudoir-ähnlichen Situation plötzlich verloren? Ähnlich irritierend wie dieser Pantone-Kuchen, also so nenne ich es, weil es ist ein Pantone-Kuchen, der da auch steht. Ja? Also du gibst dann Hinweise, dass irgendwas nicht stimmt. Ich will das eigentlich auch gar nicht alles aufklären. Mhm. Ich kann es auch gar nicht aufklären. Mhm. Und zum Schluss sage ich, ja, da gab es vielleicht vielleicht gibt es irgendein Papierschnipsel gab es vielleicht im Atelierboden, liegt da manchmal so herum, was gestreift ist, dann klebe ich mir das wohin. Und das, eigentlich geht es nur um die Lust vor Rot, Grün, Blau und Gelb zu malen. Ja? Und im Grunde genommen ist es alles überinterpretiert, würde ich jetzt sagen. Ja, zum Schluss ist es rot, gewölbt, Tesaband mit Grün, Blau, Gelb und Ja, wie du gemeint hast vorher, ne? Es geht ja im Grunde um die Lust an der Malerei. Ja. Und das ist auch ganz schön, dass du sagst, ja klar, natürlich ist es eine figurative Malerei, ist es immer narrativ, selbst wenn es bruchstückhaft ist. Aber teilweise geht quasi die abstrakte Malerei mit dir durch, wenn eben ein Schnipsel, ein Gegenstand diese Lust an der flächigen Malerei auslöst. Und das sieht man ja auch in einigen Arbeiten bei Aborigines, bei Taormina, wo dann im Sofa und in den Decken, in der Tapete, was auch immer im Hintergrund, und dann richtig so ein Patchwork an den unterschiedlichsten Mustern sich ergibt und aufeinander trifft. Ja, genau. Es geht nur ums Malen zum Schluss. Und das kann ich gar nicht aufklären. Ich glaube, es ist auch richtig ungesund, wenn ich das noch weiter durchleuchte. Es muss etwas Unaufgeklärtes in einem geben, damit man das alles machen kann. Und würde ich die Lampe in die letzten Falten bei mir leuchten lassen, bin ich wahrscheinlich malerisch tot. Ja? Das muss ich verhindern. Jetzt muss ich dich trotzdem auf drei Arbeiten ansprechen, die doch sehr biografisch sind, sehr mit dir zu tun haben. Fangen wir mit Liebestod an. Das ist eine Arbeit, die man gleich sieht, wenn man bei uns die Rolltreppe hinunterfährt. Das zeigt deinen Vater am Totenbett, also eine sehr
sehr berührende Arbeit, wenn man weiß, um was es geht, was du ja durchaus auch entschlüsselt haben möchtest. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist ein sehr radikaler Einstieg. Es beginnt mit dem Tod von Rudolf Hausner, beginnt deine Ausstellung. Wir haben die Arbeit aber ausgewählt, weil es eben auch eins der früheren Bilder ist, wo du eben inszenierst. Wie kam es dazu, dass du gerade diese Szene nachstellst, beinahe reenactest, kann man schon sagen? Ja, aber man sieht ja eben gerade nicht meinen Vater. Ja, stimmt. Also das ist ja der wesentliche Punkt, weil es gab ja, glaube ich, sogar Fotos, die wir gemacht haben oder die seine Frau gemacht hat, weil ja, wie er tot war und das, ähnlich wie eine Totenmaske, könnte man sagen. Aber das ist es ja genau nicht. Ja. Natürlich ist es gespeist aus dem Erlebnis, aber zum Schluss liegt ein anderer Herr da und die Frau vorne ist natürlich gemeint, bin ich. Mhm. Es ist meine Schwester, die, wir schauen uns alle irgendwie ein bisschen ähnlicher, zumindest im Typ, und die stellt mich da. Mhm. Und ein Schauspieler, der Peter Simonschek, liegt da, der typologisch überhaupt nichts mit unserem Vater zu tun hat. Habe ich gelacht, weil ja. Ich das schon wusste. Natürlich, ja, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Aber er hat, da ist es auch so, er hat im Typ nichts damit zu tun, aber ich wollte schon so einen wuchtigen Kerl da liegen haben. Und also vom Äußeren eben, wie gesagt, phänotypisch völlig unpassend ist er, aber ich habe verstanden an einem bestimmten Punkt, dass ich einen Schauspieler brauche, weil mich ein Laie, der dort im Bett liegt, nicht interessiert, weil der nicht tot ist. Die schlafen nur alle. Und dann habe ich zu, ich weiß nicht, wie das war, also jedenfalls, ich kannte ihn und hatte auch ein Vertrauensverhältnis zu ihm, habe ich auch gebraucht für mich irgendwie. Und er ist ein Pfundskerl irgendwie und er hat gesagt, also gut, er war damals an der Schaubühne, das ganze Bild haben wir in Berlin gemalt. Und er war auch viel beschäftigt, ist er heute auch, aber damals halt in einem Theater ununterbrochen eingespannt dort. Also er hat sich auch schwer getan, diese Termine, auch die Zeit sich zu erübrigen. Und ich habe dann, also ich gehe ja den Leuten dann auch wahnsinnig auf die Nerven natürlich, weil ich habe dann auch seine Frau angerufen, glaube ich, habe Briefe geschrieben und weiß ich, also zwischendurch, weil er gesagt hat, ich kann jetzt nicht und das dauert mir zu lange und so. Aber er ist eben Künstler und er ist eben auch solidarisch gewesen und deswegen haben wir es dann auch irgendwie geschafft. Aber der springende Punkt war, er hat gesagt, naja, ich habe schon ein paar Tote gespielt. Ich kann das so, habe ich das so gemacht und das kann man offen mit dem Ofen und so. Er hat mir so plötzlich die Nomenklatur seiner Toten hat er mir vorgespielt, das du war verrückt. Das er ist dort auch, er liegt ja nicht wie Rudolf Hausner in dem Bett. Ja, das muss man jetzt auch zum Schluss, ist es eben ein anderer Toter geworden. Aber ich finde, er ist durchdringend tot. Und das habe ich mit ihm geschafft irgendwie. Ja. Ich sage immer, er ist toter als tot. Er ist toter als ein wirklich Toter, so absurd das jetzt klingt. Aber du hast das Bild aber ein Jahr nach dem Tod deines Vaters gemacht. Sagst aber, es war keine Trauerarbeit für dich, dieses Bild zu malen. Nein. Diese Vorstellung ist ja romantisch, dass man beim Arbeiten trauert oder dass man bei einem Bild, bei einer Liebesszene persönlich als Maler sexuell aufgewühlt ist. Das ist alles eine romantische Laiensicht. Man ist klinisch kalt wie ein Gynäkologe, sage ich einmal, oder wie ein Chirurg oder so. Also jedenfalls, es gibt eine Trauerarbeit und es gibt diese Arbeit am Bild. Und beim Bild wollte ich nur ein Bild malen, wollte halt, dass es mir in irgendeine Richtung geht oder dass mir irgendwas dran gelingt, keine Ahnung. Das ist, da ist sozusagen, da gibt es keine Gefühls... Zum Schluss muss ein Gefühls... Für den Betrachter muss es. Zum Schluss muss es den Betrachter packen oder es muss hoffentlich, sagen wir mal so, Gefühl, das ist auch, muss etwas auslösen im Betrachter, es muss ihn beschäftigen. Und um das geht's und es geht nicht um mein Stimmungsbild beim Arbeiten. Und das ist auch sehr gewöhnlich, eben mein Stimmungsbild beim Arbeiten. Ich arbeite dann. Also ich kann wenig berichten darüber, außer dass ich arbeite.
Aber gut, du suchst dir natürlich schon, also wenn du uns Kopfschuss zeigst, wo du dir selbst eine Pistole an die Schläfe hältst, oder auch bei Winterreise, wo du dich verabschiedest von deinem damaligen Mann, Moment deiner Trennung, das sind doch sehr persönliche Momente, das heißt, du legst mal fest, dass du diese Momente malen möchtest. Aber dann im Atelier kann man sich eben vorstellen, natürlich gibst du uns ein gewisses Bild davon mit, du stellst das auch nach, du gibst vor, welches Bild du uns überlieferst. Ja, also bei Winterreise, dieses Trennungsbild von meinem früheren Mann, wie du sagst, das ist ja lustig. Natürlich, ich erzähle die Geschichte auch heute so, aber tatsächlich waren wir damals nicht getrennt, sondern ich war nur in der Beziehung unzufrieden. Und ich habe im Grunde genommen vorauseilend dieses Bild gemalt. Und wir haben Probleme gehabt vielleicht in unserem Leben, aber wir waren noch länger nicht getrennt. Und ich habe aber das gemalt, was ich das Gefühl gehabt habe, was unser Beziehungsmuster oder das, was mich beschäftigt oder gestört hat in der Beziehung, meine Beziehungsarbeit war eigentlich das Bild, könnte man sagen. Und deswegen habe ich ihn fest umklammert, weil ich war immer irgendwie ein Klammeraffe. Ja, du schaust nicht aus, als würdest du klammern. Ich finde, das ist eher so herzlich. Ja. Doch, na klammern. Gut. Also ich bin ja auch sehr an ihm gehangen und wir sind auch heute noch sehr gut miteinander. Aber er hat die Hände so hängen lassen, aber auf Wunsch von mir auch natürlich. Weil das war eigentlich, man könnte sagen, also das war mein Abarbeiten meines Beziehungsproblems. Ja, auch irgendwie. Oder die Wahrheit, die du in dieser Beziehung oder schon erkannt hast. Vielleicht war es auch eine Anklage, also er hat es nicht so empfunden als Anklage, ja. er hat auch nie Beziehungsarbeit, wie alle Männer hat er sich nicht mit Beziehungen, beziehungsintern, war nicht sein Ding, das abzuarbeiten. Aber da steht er ja nur in einer Reihe mit allen Männern. Frauen haben immer Unzufriedenheit in ihren Beziehungen, artikulieren, das machen das so, das kann ich zum Teil abarbeiten, aber in Bildern, aber sonst gehen, weiß ich was, geht man halt zum Therapeuten, aber ja. Das ist vielleicht kein guter Moment, um jetzt zu Fragen einzuladen, haben wir eine große Diskussion zum Thema Beziehungsarbeit. Ich danke dir für das Gespräch, liebe Xenia, und jetzt gibt es gerne die Möglichkeit, uns noch weitere Fragen zu stellen, die wir gerne live noch beantworten, sofern wir das können. Meine Kollegin Frieda war so nett und hat während des Gesprächs auch die Fragen notiert, schreibt auch jetzt gerade noch wieder fleißig mit und gibt mir noch welche. Ich darf vielleicht anfangen mit einer Frage, die mir vorab gestellt wurde, weil ich auch um Fragen gebeten habe, die ich nicht mal selbst beantworte. Ja. Wie kam es zur Werkauswahl? Warum sind auch neuere Bilder in der Ausstellung vertreten? Das ist eine Retrospektive, da kann ich sagen, dass wir die Ausstellung natürlich gemeinsam geplant haben, also Xenia Hausner und ich haben gemeinsam überlegt, welche Bilder wir gerne hier vertreten hätten in einer Retrospektive, die ja eben das Gesamtwerk bis zu einem gewissen Grad abdecken soll. Es soll ja nachvollziehbar sein, auch für die Besucherinnen und Besucher, wie sich das Werk entwickelt hat. Das heißt, wir fangen mit den frühesten Arbeiten aus den 90er Jahren an und enden natürlich bei den neuesten. Und die Ausstellung war ja eben eigentlich für letztes Jahr im Mai geplant, musste dann mehrmals verschoben werden. Jetzt zum Glück ist es soweit, dass wir sie endlich sehen können. Wir haben auch ein bisschen von den Räumen umdisponiert. Aber im Grunde muss ich sagen, sind wir sehr glücklich, dass wir eigentlich so gut wie alle Werke bekommen haben oder eigentlich alle Werke bekommen haben, die wir für die Ausstellung uns gewünscht haben. Mit großer Unterstützung natürlich der Leihgeber, denen ja die Bilder eben auch gehören. Also es kamen einige Werke auch aus den USA von öffentlichen und privaten Sammlungen. Und auch eben hier ist es so, dass uns viele, viele private und öffentliche Sammlungen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz ihre Werke zur Verfügung gestellt haben. So kam es zur Werkauswahl, kann ich mal sagen. Dann ist eine kürzere Frage, wie groß ist Ihr Oeuvre? Das richtet sich an dich. Ja, also ich weiß es gar nicht genau, aber ein paar hundert Bilder sind es, vielleicht 400 oder so, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ja.
Und dann gleich eine Frage zur Technik. Also es ist die Frage, wie du arbeitest. Du musst jetzt, glaube ich, nicht im Detail auf den genauen Prozess eingehen, aber zum Beispiel, warum verwendest du D-Bond-Platten? Wie arbeitest du da drauf? Du machst du auch teilweise Collagen? Ja, also ich habe gern einen festen Untergrund und deswegen male ich nicht auf Leinwand. Und ich habe früher auf Holzplatten gemalt und jetzt male ich auf D-Bond-Platten und die schleife ich an. Und also ich brauche den festen Untergrund. Das ist ein wesentlicher Punkt für mich. Und zeichnest du vor? Nein, mache ich eigentlich nicht. Also so, ich male eigentlich gleich drauf los oder manchmal projiziere ich was, wenn es um ein ganz präzises Detail geht, wo es auch viel zu fad ist, mich abzuplagen oder so, dann nehme ich den Projektor oder ich nehme ein Foto und male direkt in ein Foto rein, aber dann was ganz anderes als im Foto ist. Auch bewusst ausgestellt sieht man in dem einen Bild zum Beispiel vor dem Leben, da sieht man ja ein pixeliges Foto von zwei Figuren, die ich die Eltern nenne, und die sind sozusagen extra als Foto ausgestellt und davor gibt es dann sehr viel andere Malerei. Ja. Ja, oder bei das weibliche Maß ist es ja, glaube ich, auch so. Absolut. Da sieht man so richtig, dass du Schwarz-Weiß-Elemente hast. Und dann kommt ist ja ein Schwarz-Weiß-Foto. Genau, dann kommt die Malerei und dann Assemblage-Technik, noch diese Reißschiene. Dann war eine Frage zu den Stillleben. Also wir haben ja auch das größte Stillleben, das du je gemalt hast. Es gibt einige wenige von dir, aber das größte, und das ist auch eine der neuesten Arbeiten hier in der Ausstellung mit der Boje, mit Number One. Wie würdest du sagen, passt das zum Thema True Lies? Ja, die Boje ist ja auch eine, ich habe eine Boje, also viele Bojen in Asien fotografiert, und diese Boje habe ich aber dann rekonstruiert im Atelier. Wir haben sie gebaut richtig 1:1 und diese Boje hat so in ihrer Räumlichkeit, ist ja wie ein Mensch für mich, und so wie ich einen Menschen brauche, der im Atelier steht, habe ich dann die Boje gebraucht, die da real life dort da ist, und die habe ich mir halt zurechtgerückt und das war ganz interessant. Also die Boje ist ja so, hat ja mit den Exiles-Arbeiten was zu tun, weil da geht es ja um Unzugehörigkeit, um Bewegung, um Migration eben. Und die Boje ist ja irgendwie ein Gegenstück auch, ist eine Verankerung in irgendeiner Form. Also es ist die andere Seite von der Bewegung und von der Ruhelosigkeit, ist da an anderer Stelle die Boje. Also das sind sozusagen kommunizierende Bilder. Wobei ich ja ganz interessant finde bei der Boje, dass du eigentlich in Hongkong im Hafen ja die Originalboje gesehen hast und eigentlich am liebsten die hergebracht hättest. Wahnsinnig gern. Ich bring ja viele Sachen von Reisen mit, von Märkten und was weiß ich, aber die Boje wollten sie mir nicht geben, schlicht und einfach. Die Behörden im Hongkong-Hafen wollten mir die Boje nicht geben. Ich habe mich sehr bemüht. Insofern ist auch da ein bisschen eine Lüge drinnen, weil es ja eben die Pappendeckel, die Karton-Boje ist. Ja, aber das hat dann ja eben manchmal auch, wenn sowas nicht klappt, hat das ja auch sein Gutes, denn im Grunde genommen ist diese Pappboje, die dann bei mir gebaut wurde, hat ja auch was mit diesen Zügen zu tun, die ja auch ganz bewusst ist, ja nicht ein ganzer Zug aus dem ÖBB-Areal zu mir ins Atelier gekommen, sondern Elemente, die ich aber dann mit einer fiktiven Ebene verbunden habe, nämlich einem Pappzugwand. Genau. So, ja? Und das hat was damit zu tun. Vielleicht an der Stelle auch ein Hinweis auf unseren Katalog, wo man eben einige dieser Fotos auch sieht, wie du arbeitest. Und so. Eine Frage, welche Künstlerinnen und Künstler haben dich beeinflusst? Boah. Wir haben hier, glaube ich, auch erwähnt David Lynch. Also es gibt ein paar so Verwandte, die jetzt nicht aus der Malerei kommen natürlich. Ja, also das, was du jetzt ansprichst, ist so ein bisschen diese Staged Photography, die bei mir vorkommt. Und da habe ich unlängst gesagt, ja, der Crutzen ist zum Beispiel einer, der das ja im großen Stil macht, sehr aufwendige Settings, die ja auch mit Schauspielern arbeitet, ja auch. Also da gibt es sozusagen auf der Fotografie-Ebene vielleicht einen Bezug. Aber ja, welche Maler haben mich beeinflusst? Also das kann ich so wirklich gar nicht sagen. Ich habe den Rothko gern, den Twombly gern. Ich habe eigentlich so Gegenstücke zu mir besonders. Aber
So, wollt ihr jetzt die Hitliste meiner Lieblinge? Also, ich weiß nicht. Bitte nein, im Kommentar. Wollen wir nein, welche haben mich beeinflusst? Ich weiß nicht. Also kann ich nicht so sagen, aber zum Beispiel Hopper ist, ist so eine Figur, die in dieser Statik und in auch so in einer Vereinsamung ein Stimmungsbild irgendwie hat. Mhm. Da fühle ich mich hingezogen. Mhm. Und im Übrigen auch, obwohl er was ganz anderes macht, aber trotzdem in der Farbigkeit auch sehr toll ist. Also so in dieser Vereinsamung hat er was, da denke ich, irgendwas schwingt da in mir. Ja, auch die Lichtsituationen teilweise, oder? Hätte ich stimmt, ja, ja, weil Licht interessiert mich auch so. Ja. Dann ist eine Frage, wie wählen Sie die Farben für Ihre Bilder aus? Ohne nachzudenken. Es ist das reine Probieren. Und ich denke, ich kann es nicht sagen. Es ist läuft automatisch ab und ist sozusagen triebgesteuert. Mhm. Ich kann es nicht rational entschlüsseln. Dann frage ich die Frieda nochmal, ob es noch Fragen gibt. Ich schaue gerade, ob ich noch was habe. Ob du Mithelferinnen hast oder arbeitest du alleine? Nein, es gibt Helfer im Atelier. Es gibt Assistenten und ja, die machen alle möglichen interessanten Sachen. Also zum Beispiel das Zugabteil ausrüsten und lauter so Sachen. Also Ausleuchten beim Fotografieren helfen oder Platten grundieren oder also solche Sachen. Aber das Malen mache ich ganz allein. Hm. Es ist zu spontan und in diesem spontanen Malerei, das kann man nur allein machen. Mhm. Das ist, Sie bauen Modelle und manchmal sind Sie auch selbst das Modell. Ja, also die meisten überhaupt, die bei mir im Atelier arbeiten, werden notgedrungen dann auch vereinnahmt und sind Modelle. Dann erkennt man dann in den Bildern teilweise wieder. Genau. Und dann ist noch eine Frage, wie geht es nach so einer Retrospektive für Sie als Künstlerin weiter? Naja, das ist ganz interessant, eine Retrospektive ist ja, also ich, es ist ja irgendwie so eine Überprüfung des Werks und ich habe manche Bilder ja 20 Jahre nicht gesehen und das ist schon ganz interessant. Ich weiß natürlich, wie sie ausschauen an sich, aber wenn man sie in Natura sieht und erinnert man sich ja auch, was man für Schwierigkeiten gehabt hat oder wie an mancher Stelle, wie man gekämpft hat und das ist irgendwie sehr interessant und das ist ja aber natürlich trotzdem, es gibt eine innere Überprüfung, die hier bei mir ununterbrochen läuft und manches ist vielleicht, sehe ich heute ganz anders oder empfinde es heute als unproblematisch oder besonders gut, erinnere mich aber, dass ich damals enorm damit gehadert habe oder so. Das ist ganz interessant. Und ja, es gibt natürlich auch so Überlegungen, wohin geht es weiter, wie was habe ich vor, wohin gehe ich mit den nächsten Bildern und das hat sozusagen was sehr Produktives dann auch schon, weil man ja eigentlich schon so tickt, dass man sagt, ah, und dort docke ich an oder so mache ich weiter. Mhm. Und das ist ja ein Werk immer in Entwicklung, man kommt ja nicht mit einer Idee und das greift nicht für 30 Jahre, also es gibt immer was Neues. Mhm. Aber gibt es Themen, die du nochmal aufgegriffen hast oder wo du dir jetzt in der Ausstellung denkst, ah ja, stimmt, das könnte ich eigentlich in anderer Form noch einmal umsetzen, das sollte ich eigentlich noch einmal probieren? Ja, weiß ich nicht. Also jetzt rede ich über das nicht, was dem nicht sein wird, weil man zerredet ja dann auch diese Sachen. Je mehr man über künftige Bilder redet und wie man sie machen wird, umso größer die Chance, dass sie nur eine Wortgeburt bleiben. Ich fand es jedenfalls ganz interessant, dass wir ja vorab ein Modell probiert haben, wie wird die Ausstellung aussehen. Und dann standen die Bilder hier und sie waren so gewaltig und so stark, dass wir eben auch ein bisschen umdisponieren mussten und wollten, um wirklich den Bildern auch Platz zu geben. Das fand ich als Erfahrung im Raum nämlich ganz, ganz beachtlich. Ja, es hat mich auch, also ich kenne ja die Bilder gut und kenne sie auch aus anderen Ausstellungen gut. Und ich frage mich, wie mir das weniger präsent sein konnte, weil mir war auch klar, wie sie alle hier waren, dass sie zu, also negativ gesprochen, zu aufdringlich waren oder eben zu kraftvoll, weiß ich nicht, also sie brauchen mehr Platz. Ja, sie nehmen sich den Platz, ich finde das gut so. Ja? Die Frauen nehmen sich vor allem den Platz. Sehr schön. Frieda, frage ich dich nochmal.
Danke sehr. Wie ist der Entstehungsprozess Ihrer Bilder? Wie lange dauert es? Du arbeitest ja, glaube ich, an mehreren Bildern auch gleichzeitig, greife ich vor. Ja, es dauert eben relativ lang. Und ich arbeite an 3-4 Bildern gleichzeitig und das streckt sich dann über einige Monate. Ich führe aber nicht Buch, wie lange ich, es gibt Künstler, Beckmann zum Beispiel hat Buch geführt, wie lange er an jedem Bild gearbeitet hat, mich total beeindruckt, wie ich das gelesen habe, bin ich zu undiszipliniert. Und ich glaube, ja, manchmal will man gar nicht wissen, wie lange man an einem Bild arbeitet. Aber es ist phasenverschoben und es ist auch sehr gut, einmal wegzuschauen und das setzt sich und man schaut mit frischem Blick hin und dann kapiert man auch gleich, was falsch ist dran. Also das hat was Reinigendes, auch ein Bild wegzustellen und ein anderes zu nehmen und dann am anderen zu arbeiten. Wie ist das, was ich mir in Zusammenarbeit auch immer wieder als Frage gestellt habe, wie teilst du dir das ein? Quasi, also heutzutage ist es ja so, dass du natürlich auch sehr viel Organisatorisches machen musst, jetzt sage ich mal Social Media Aktivitäten planen, mit der Kuratorin überlegen, wie geht's weiter? Teilst du dir das ein? Wann male ich? Wann mache ich den Rest, der ja doch auch zum Künstlerinnen-Dasein dazugehört? Ja, also die Idealform ist, in der Früh anzufangen und möglichst lang bis in den Nachmittag durchzuarbeiten, ohne Telefon und andere exogene Störfaktoren. Und okay, in einer Phase der Ausstellungsvorbereitung kann man den Plan nicht halten, dann wird eben abgeschöpft in andere, die Energie in andere Bereiche. Aber ideal ist es, und mir ist auch, ich arbeite sehr gerne am Wochenende, weil da geht überhaupt kein Telefon oder sagen wir es noch weniger oder wünschenswert. Und einfach still und durcharbeiten ist das Ideal. Aber halt jetzt war es in letzter Zeit nicht ganz so. Dann ist eine Frage noch nach, ob du Frauen wirklich nur deshalb malst, weil sie das schönere Geschlecht sind oder liegt das mehr für dich nur in der Schönheit? Ich weiß nicht, ob wir das nicht eh schon ein bisschen beantwortet haben. Ich male sie nicht wegen der Schönheit, sondern ich male sie, weil sie irgendwie komplexer sind und widersprüchlicher, komplizierter, mehr können, aber also unberechenbarer sind vielleicht oder irgendwie interessanter in der Kunst für mich. Dann anschließend an das, würden Sie sich als Feministin bezeichnen? Eine Frage, über die wir viel auch diskutiert haben. Ja, also kann man ja nur mit Ja beantworten, ist gar nicht anders machbar. Ja. Also. Aber was ich eben an deinen Arbeiten oder an deinem Werk insgesamt eben beeindruckend finde, ist, dass du eben ja, mit einem Selbstverständnis Frauen eben in allen Rollen zeigst. Ne? Also dieses ja, sie spielen alle Rollen für alle, alle Gender-Zugehörigkeit, alle sind gemeint. Und die sprechen aber erst, sage ich mal, so in den letzten Jahren die Leute auch darauf an, oder? Ich glaube, das war nicht von Anfang an etwas, was so aufgefallen ist. Und erst jetzt mit einer größeren Awareness, kann man vielleicht sagen, wird das zum Thema und damit du auch mehr zur Feministin vielleicht. Ja, also meine Auffassung von dem, was eine weibliche Selbstverwirklichung ist, ist unverändert seit, sagen wir, 50 Jahren oder so ähnlich. Und gut, und jetzt ist das halt gerade ein heißes Thema, aber für mich ist es schon ein ganz altes Thema. Darf gerne ein heißes Thema bleiben. Ja, es ist ein altes Thema und soll ein heißes Thema bleiben, aber sozusagen, ich springe da nicht auf den Zug auf, sondern ich bin schon lang dort. So wie du in das weibliche Maß ja auch für dich sagst, das ist jetzt Zeit für eine Vermessung. Eine Vermessung der Welt. Eine Vermessung der Welt aus weiblichem Blick, könnte man sagen. Genau. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Liebe Xene, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, heute herzukommen, dich den Fragen auch zu stellen, meinen und denen des Publikums. Und ja, uns allen wünsche ich damit einen schönen Abend und danke für die Aufmerksamkeit.